Melissa Gewürze. Da ist es aus. Hi und willkommen bei Yamtamtam. Ich bin Nico, das ist Melissa und heute machen wir die Blackbox-Challenge. So ist es. Für alle, die die Regeln nicht kennen, in dieser Box sind Zutaten mit der Farbe Weiß, die ihr für uns ausgesucht habt. Wir wissen natürlich aber nicht, was drin ist. Ja, ist doch die letzte Runde mit der Farbe. Nächstes Mal machen wir die Elemente, angefangen mit Wasser. Ich freue mich mega drauf. Ja, also schreibt fleißig in die Kommentare, was für Zutaten wir nehmen sollen, ob es was Blaues ist oder was Fischiges oder ich weiß auch was nicht. Was Wässriges. Was Wässriges. Ich bin sehr gespannt. Okay, bist du ready, Melissa? Yes. Okay, let's go. Na dann. Okay, okay, okay. Okay, das habe ich erwartet. Ein Blumenkohl. Das sind Pastinaken, wurde mir gerade gesagt. Ich dachte, das sind weiße Karotten einfach. Naja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Eine Birne. Mhm, in Weiß. Dann Mandelfritter. Ziegenkäse. Oh, geil. Ziegenkäse. Yes. Schmand. Auch weiß. Eine Zwiebel. Knoblauch, darf auch nicht fehlen. Zucker. Dann weiße Bohnen. Und noch mehr Käse. Da mag jemand Käse. Was ist das? Parmesan? Das ist bestimmt, wie ich irgendwann sterbe, weil ich alles immer probiere. Du bist ja mein Vorkoster auch heute. Können wir mal kurz auch ein bisschen appreciaten. Ja, Parmesan Reserve. Oh. I guess. Oh. So. Okay, machen wir anfangen. Yes. Für mich sieht das nach Blumenkohlsuppe aus. Das ist eine Suppe, ganz klar. Süppchen, oder? Ein Süppchen. Ich würde die Hälfte von den Pastinaken aufnehmen und die ganz dünn frittieren, wie Chips. Du kannst ja auch im Ofen machen. Ja, aber kannst du im Ofen machen. Ja, und dann bestreichen wir sie nur mit ein bisschen Öl. Dann könnten wir die Rinde von dem Parmesan reinwerfen. Ja, die dummen Bohnen mit rein. Ja, der Schmand halt auch. Das halt klein machen. Birnenstückchen mit rein. Ich glaube, wenn man auf so ein süßes Stück Birne... Das ist ja klar. Ja. Das ist auch klar. Wir wollen doch, dass es schmeckt. Mhm. Ich heiz mal erstmal den Ofen. Mag grad sagen. Schön. Okay. Für mich jedes Mal ein Lifehack, was nochmal dranbleiben muss und was nicht. Und ich vergesse jedes Mal, aber die Haare müssen dranbleiben, ne? Genau, du schneidest in der Mitte durch. Ja, genau. Schält man die? Musst du nicht zwingen, kannst du. Ich will sie gar nicht schälen. Dann nur waschen. Ich schäle sie nicht. Ich weiß nicht, wenn ich Suppe koche, denke ich an Mittelalter. Lustigerweise haben wir wirklich mal eine Suppe auf einer Burg gemacht. Ja, in so einem Mittelalter-Setting. Siehste? Ja. Ich hatte schon ewig lang keine Birne mehr, fällt mir gerade auf. Ausgeht auch so ein Birnensaft. Oh, ja. Oh Gott, der ist so lecker. Könnte ich mich reinlegen. Da seht ihr es, wenn wir mal Fantreffen machen, kommen alle mit so einem Sixer Birnensaft. So, ich glaube, das reicht, oder? Ja, ja. Wir wollen ja Suppe mit Chips haben und nicht Chips mit Suppe. Naja, also. Okay. Ich tropfe schon mal die Bohnen ab, ja? Yes. Da ist sogar Suppengrün drin. Wow. Melissa Gewürze. Ich wollte gerade diesen Flower Walk. I can dance so flowers. Okay. Gut, soll ich schon mal anbraten? Wir müssen noch den Knoblauch schneiden, auf jeden Fall. Den Knoblauch? Der ist doch hier schon. Sorry. Wir müssen noch den Blumenkohl schneiden. Wow. Cut, cut, cut. Diese Rinde ist super salzig. Also ich habe mir schon mal eine Suppe versalzt, weil ich dachte, ach komm, wie salzig kann es werden? Rein damit. Deswegen reimen wir hier für die Pastinakenchips auf jeden Fall noch mal was runter. Jetzt schmeiß drauf. Aber das Geilste an der Suppe ist doch eigentlich eh immer so Croutons. Ja. Und dann schwimmen da immer nur so 3 Stück drin, aber eigentlich will man so 30. Kennst du auch diese Sahnespur, die so Gourmet-Küche mal reinmachen? Ja. Ich habe immer die gegessen, den Rest nicht. So, dann einen Schuss Öl in den Topf rein. Dann Zwiebel und Knoblauch. Komme dazu. Das ist die Naken. Wir löschen mal ab. Ja, naja, das geht noch. Normalerweise würden wir ja mit Gemüsebrühe ablöschen. Haben wir nicht. Geht auch so. Dafür wird das Stück Käse, was auch salzig ist. So ist es. Das kommt jetzt nämlich mit hier rein. Dann würde ich sagen, räumen wir ein bisschen auf und warten. Genau. Und? Wow. Chips sind fertig. Es riecht auf jeden Fall schon gut. Und sieht gut aus auch. Witzig, ne? Ja, voll süß. Geil. Okay. Ich glaube, die Suppe ist auch ready zum Pürieren. Und, was sagst du? Ja. So ready. Yes.
Lecker, ne? Lecker. Pro-Tipp, Pürierschippe immer sofort abwaschen, damit das Zeug nicht da drin heften bleibt. Wir kennen das alle von Teig oder so. Ich glaube, die Pastinaken sind so süß. Ich glaube, ein bisschen Salz noch. Ein bisschen Gewürz hier noch rein. Wollen wir auch noch ein bisschen Paprika? Ja, oder? So. Ja. Dann ein bisschen Birne. Ein bisschen Bohne. Wie süß ist die denn? Schon süß. Oh ja. Der Rest ist später zum Snacken mit dem Ziegenkäse. Oh, oh, ah. Ja, sehr süß. Wow. Sehr süß immer noch. Aber viel Löffel Salz. Ja, guck mal. Wow. Ich komm trotzdem. Aber nicht alles bei Dekos, nein, wir wollen ja, ich weiß, ich weiß. Das ist mir wichtig. Ich weiß. Leute, Fett macht einfach alles besser. Noch ein bisschen Käse? Nicht? Ja. Ein bisschen Käse muss noch. Ja. Also die kleinste Reibe der Welt für diesen Käse einfach. Ja, wirklich. Ich war auch so, why? Mann, ich würde nicht noch mal was extra abwaschen. So ein ganzer Käse jetzt hier drin, ich kann nicht mehr. Also die hat sich ja gar nicht aufgelöst. Du hast doch gesagt, die hat sich aufgelöst. Ich hab sie nicht mehr gesehen einfach. So, wir müssen ja den Zucker benutzen, auch wenn er jetzt überhaupt keinen Sinn macht, nee, weil die Suppe eh schon mega süß ist. Aber jetzt Nachspeise hier. Eine Prise. Wir so. Dann wir den Gewürzen. Dieses Kleid, ne? Ich mache einen Schluck Essig rein. Weil sauer haben wir noch gar nicht drin, ne? Minimö, ja. Okay, ja. Also ich meine, sauer kommt ja auch durch den Ziegenkäse ein bisschen. Melissa, ich hab nicht 1000 Kochlöffel. Ach so. So. Ist jetzt ein bisschen bland. Ja. Bland. Also zu Hause macht mehr Käserinde rein und noch mehr Salz. Ja. Und vielleicht ein paar Gewürze, die ihr dann... Also ein paar Kräuter wären einfach gut gewesen. Oh ja, Kräuter wären gut. Ja. So Petersilie oder sowas rein. Ja. Finde ich gut. Zack, 50 Euro. Okay. Okay, ich will von allem was. Oh ja. Bisschen Ziegenkäse. Bisschen Birne. Oh, ein großer Löffel. Oh, jetzt ist es läuft, Chips. Ja. Also wenn man alles nimmt. Na, ist lecker. Ist gut. Mhm. Also sehr lecker, finde ich jetzt übertrieben. Also die Chips meine ich. Ach so, ja. Die Chips, die Chips würde ich auf jeden Fall, ne, 10 von 10. Ja, können wir wieder machen. Weil die Pastinaken auch so süß waren, das war richtig geil. Das hier eher so 5 von 10. Ja, ist halt... Alles, ja, ist halt eine Challenge. Also ist halt. Ja, ich würde sagen, wir haben Bärli bestanden. Ja. 4 plus. Erstens, das Beste, was ich hier gegessen habe, ist, also kann man machen. Also ja, ist auch nicht das Schlechteste. Genau. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf was Farbigeres, wie wäre es denn eine Blackbox in Rot? Oder Grün, auch gut. Mhm. Und schreibt uns gerne unten in die Kommentare, was in die nächste Blackbox soll. Was ist das Thema? Elemente. Wir machen jetzt einfach Wasser. Ich freue mich richtig drauf. Yes, also alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat. Unten in die Kommentare. Vergesst keinen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.